Lyon. Lieber Leser, dein Weg hat sich mit dem meiner Geschichte gekreuzt. Ich hoffe, dass die geheimnisvolle Begegnung, von der ich dir erzählen werde, dich mindestens so sehr fesseln wird, wie sie mich gefesselt hat. Bevor ich sie erzähle, muss ich dir den Hintergrund und die Hauptfigur vorstellen. Wie jede Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden, macht auch diese nur Sinn, wenn man ihren Hintergrund kennt. Also lass mich vorstellen und dir den Ort dieser düsteren Begegnung beschreiben. Lyon ist eine freundliche Stadt, deren Einwohner und Besucher die Geselligkeit in den lauten Bars, Bouchons und Restaurants mit ihrer einladenden Atmosphäre ebenso zu schätzen wissen, wie die Ruhe in den Parks, auf den Plätzen und in den Gärten, die sich in den Hügeln verstecken. Jeder kann sich treiben lassen und zwischen dem festlichen Treiben in der Rue Mercière, der frischen Luft im Parc de la Tête d'Or, der Ruhe im Jardin des Curiosités und dem beruhigenden Lachen bei den Aufführungen des Guignol schlendern. Aber, lieber Leser, lass dich nicht täuschen. Dieses friedliche Erscheinungsbild der Stadt ändert sich mit Einbruch der Dunkelheit, wenn die letzten Unvorsichtigen nach Hause gegangen sind und sich eine schwere und beunruhigende Stille über die Stadt legt. Die Ablenkungen und Geräusche des Tages verbergen dann nicht mehr die vielen Geheimnisse der Stadt. In dieser tiefen Nacht offenbaren sich die wenigen nächtlichen Bewohner und wandern durch den unheimlichen Nebel. So beginnen die Streifzüge der Plünderer, die okkulten Riten der Geheimbünde und andere Aktivitäten, deren Inhalt weder du noch ich kennen sollten. In dieser düsteren, neuen Stadt ranken sich viele Mythen und Legenden um Lugdunum, die Hauptstadt der schwarzen Magie, und andere Zaubereien mit einer oft düsteren Geschichte. Diese unheilvolle Geschichte kann man im Mondschein an den massiven Mauern des ehemaligen Gefängnisses von Mont-Luc lesen oder an den engen und stillen Gassen der Altstadt flüstern hören. Inmitten dieser makabren Maschinerie nutzte auch ich die Nacht für meine Aktivitäten. Seit Jahren begebe ich mich im Schutz der Dunkelheit an die verlassenen Orte unserer Stadt, um die Überreste dieser alten Geschichte aufzuspüren. So navigiere ich mich mit meinen Rangern und meiner Stirnlampe zwischen den prächtigsten Dächern der Stadt und den unheimlichsten Untergeschossen, vorbei an verlassenen, postapokalyptisch anmutenden Gebäuden und Krankenhäusern, verfallenen Häusern oder Herrenhäusern am Rande der Stadt. Jede dieser Erkundungen wäre eine eigene Geschichte wert, aber eine der verrücktesten passierte mir vor etwas mehr als einem Jahr, und von ihr soll hier die Rede sein. Wie jeder anständige Nachtforscher in Lyon suchte ich vor allem nach einem Netz von unterirdischen Gängen, die hier Fischgräten genannt werden. Wissenschaftler, Archäologen und andere Experten sind sich über die genaue Entstehungszeit und die Funktion des Bauwerks nicht einig. Immerhin wurden dort menschliche Gebeine gefunden, die denen in den Pariser Katakomben in nichts nachstehen. Und es heißt, dass sich manchmal seltsame Reisende aus unerfindlichen Gründen dorthin verirren. Ich habe Monate damit verbracht, jede Spur zu verfolgen, um einen Zugang zu diesen unterirdischen Gängen zu finden. Aber die alte Kirche Saint-Bernard und die Kirche des guten Hirten erforscht. Ich rate davon ab, sie zu betreten, sie sind jetzt alarmgesichert. Ich bin durch Galerien und Gedärme unter dem Hügel des Croix Rousse gekrochen und habe sogar dem Gestank der Kanalisation und der Ratten getrotzt, aber ohne Erfolg. Eines Tages machte mich ein Freund auf einen neuen Tipp aufmerksam, der mir helfen könnte, zum Gral zu gelangen. Ein Keller, dessen Eingang sich irgendwo unter dem Chartreux befindet. Wieder zwänge ich mich durch einen schmalen Eingang und gelange zu einer Röhre, die unter dem Hügel hindurchführt. Nachdem ich die Leiter hinuntergeklettert bin, muss ich nur noch leise zwischen den Steinwänden weitergehen. Die Erkundung beginnt wunderbar, denn nach einem 50 Meter langen Gang trete ich in ein wahres Netz von Gängen. Es ist zwar nicht das Netz der Fischgräten, aber ein riesiger neuer Spielplatz tut sich vor mir auf. Wie immer, bevor ich mit der Erkundung eines Ortes beginne, nehme ich mir Zeit, die Atmosphäre auf mich wirken zu lassen. Ich genieße die Stille in der Tiefe, die nur von den Wassertröpfen unterbrochen wird, die von der Decke fallen. Das Licht meiner Stirnlampe erhellt den Stein, es spiegelt sich in der Feuchtigkeit der Wände und in den Tropfen, die über meinem Kopf abperlen, und ich ertappe mich sogar dabei, dass ich angesichts dieses fast beruhigenden Bildes eine große Ruhe empfinde. Beruhigt, aber immer noch vorsichtig beginne ich meinen Rundgang, der nur durch das Auftauchen eines Salamanders in einem Gang gestört wird.
Ich versuche, das gesamte Netz zu durchqueren, aber es erweist sich als äußerst komplex. Die Gänge ähneln sich und kreuzen sich, was beim Vorankommen sehr langsam und schwierig macht, denn ich will mich in diesem Labyrinth aus Stein nicht verirren. Nach 2 Stunden erreiche ich einen etwa 10 Quadratmeter großen Raum, in dem mir sofort etwas Besonderes auffällt. Auf dem Boden liegen Knochen von kleinen Tieren und Federn, vermutlich von Nagetieren und Vögeln. Ich bin überrascht, denn es ist das erste Mal, dass ich auf solche Überreste stoße, und ich frage mich, warum diese Knochen, wahrscheinlich nicht mehr als 3 oder 4 Tiere der Menge nach zu urteilen, in diesem Raum versammelt sind. Vielleicht ein Tier, das in diesem Untergrund jagt. Aber unter der Erde gibt es doch gar keine Vögel. Mein Zögern ist nur von kurzer Dauer, denn nur 15 Sekunden nachdem ich den Raum betreten habe, höre ich ein Geräusch hinter mir. Zuerst denke ich an ein Tier, aber das Geräusch wird immer deutlicher und bald erkenne ich Schritte. Jemand bewegt sich durch die Stollen und er gibt sich keine Mühe, leise zu sein. Seine Schritte hallen überall wieder. Die Stille vor der Ankunft des Unruhestifters scheint sich in einen ohrenbetäubenden Lärm verwandelt zu haben, der im krassen Gegensatz zur vorherigen Ruhe steht. Panik macht sich in mir breit. Normalerweise habe ich keine Angst davor, auf meinen Erkundungstouren von Fremden gestört zu werden, obwohl ich versuche, ihnen so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Man weiß nie, wem man begegnet. Aber es kommt vor, dass ich an verlassenen Orten fast Auge in Auge mit anderen Neugierigen oder Menschen stehe, oder dass mich ein Wächter an einem Gebäude entdeckt, in dem ich nicht willkommen bin und nach mir sucht. Aber keine dieser Möglichkeiten ist hier denkbar. Jemand, der diesen Ort zum ersten Mal erkundet, wäre sicher vorsichtig und leise. Der schwierige Zugang und die Feuchtigkeit machen einen solchen Ort unbewohnbar, und kein Wächter hat die Aufgabe, alte Stollen zu bewachen. Die Erfahrung sagt mir also, dass keine dieser Möglichkeiten in Frage kommt, was mich eigentlich beruhigt hätte. Stattdessen läuft mir ein Schauer über den Rücken und ich mache mich auf den Weg. Die wenigen Begegnungen, die ich hatte, waren zudem alle an der Oberfläche, mit mehreren möglichen Ausgängen. Hier befinde ich mich in einem Netz von Untergeschossen, aus dem ich nur einen Ausgang kenne und in dem die Einschließung total ist. Die Situation ist also ganz anders, und mit anders, lieber Leser, hast du verstanden, dass ich Schlimmeres meine. Ich habe mehrere Möglichkeiten, aber es ist natürlich sehr schwierig, in solchen Momenten zu denken. Ich kann umkehren, also auf den Eindringling zugehen, ich kann den zweiten Gang nehmen, der aus diesem Raum herausführt, eine Galerie, die ich noch nicht erforscht habe und deren Eingang neben dem ersten Tunnel liegt. Ich kann mich schließlich am Ende des Raumes hinter einem großen Haufen Erde und Kies verstecken. Ich muss schnell überlegen und entscheide mich für die dritte Möglichkeit, denn die erste ist schlichtweg undenkbar und die zweite würde mich zwingen, ins Ungewisse zu gehen, was mir in Anbetracht der Situation sehr unklug erscheint. Also bewege ich mich so schnell und leise wie möglich auf den Hügel zu, verstecke mich dahinter und lösche mein Licht. Nun stehe ich in völliger Dunkelheit, orientierungslos, erschreckt durch das Geräusch der Schritte, das immer lauter wird, ebenso wie meine Angst. Mein größter Wunsch ist es, dass der Fremde in einen anderen Teil des riesigen Netzes geht, schließlich gibt es keine Anzeichen dafür, dass er genau hier und nicht woanders hin will. Aber die Schritte kommen unaufhaltsam näher und ich beginne zu glauben, dass es besser wäre, durch den anderen Tunnel zu fliehen. Das Problem ist, dass ich mich nicht bewegen kann. Ich habe Angst, dass ich zufällig entdeckt werde, wenn ich meine Stirnlampe wieder einschalte, oder dass diese Person an der Ecke des Ganges auftaucht, wenn ich mich vom Hügel zum anderen Ausgang des Raumes bewege. Ich kann nur warten und hoffen, ja, beten, machtlos gegen die sich nähernden Schritte und, man muss es so sagen, entsetzt über das, was ich sehe. Meine Angst erreicht ihren Höhepunkt, als die tiefe Schwärze der Gänge, in die ich mich gehüllt habe, um verborgen zu bleiben, verschwindet. Aus der Tiefe des ersten Ganges dringt jetzt ein Licht, eine Fackel, die sich jetzt in der Feuchtigkeit des Felsens spiegelt und mir zeigt, dass der Eindringling sich von Anfang an auf diesen Raum zubewegt hat, um dort wer weiß welche abscheuliche Absicht zu erfüllen. In der einen Hand hält er ein Huhn, in der anderen ein Nagetier, beide tot, und zwischen den Zähnen hält er eine Taschenlampe, die ihr starkes Licht voll auf die Wand wirft, sodass ich ihn erkennen kann. Dieser Mann ist schrecklich.
Er trägt einen sehr abgenutzten Anzug mit Krawatte, der seinen muskulösen Körper enthüllt, der fast so breit ist wie die Galerie. So breit, dass ich mich frage, wie er es geschafft hat, sich durch einige der sehr engen Gänge des Netzes zu zwängen. Sein Kopf ist von seinen langen, struppigen Haaren verdeckt, da er sehr gebeugt steht, um den Raum zu erreichen. Selbst am helllichten Tag und an der Oberfläche wäre mir ein solcher Koloss unheimlich vorgekommen, aber hier ist die Angst, die er auslöst, um ein Vielfaches größer. Langsam bewegt er sich vorwärts. Vernünftigerweise hätte ich mich ganz hinter dem Hügel verstecken sollen, aber ich habe Angst, dass die geringste Bewegung meine Anwesenheit verraten könnte und ich bin nicht in der Lage, auch nur einen Muskel zu bewegen, also ragt ein Teil meines Kopfes aus dem Haufen heraus. Der einzige Hinweis auf mein Eindringen. Zum Glück ist der Raum nicht vollständig mit Geröll oder Sand bedeckt, sondern alles ist aus dem Fels gehauen, sodass keine Fußspuren darauf hinweisen, dass sich ein Besucher im Schatten versteckt. Der Eindringling fühlt sich in dieser unangenehmen Umgebung sehr wohl und betritt den Raum nur wenige Meter von mir entfernt. Er macht sich nicht einmal die Mühe, sich zu vergewissern, dass er allein ist, indem er in alle vier Ecken des Raumes leuchtet, sondern legt seine Fackel neben den beiden vermutlich toten Griffen auf den Boden und macht sich wütend daran, das Huhn zu rupfen. Überwältigt von diesem makabren Anblick, der mir bestätigt, dass dieser Mann nicht ganz richtig im Kopf ist, kann ich kaum atmen und starre minutenlang auf den Koloss, der sich an seinem Werk abarbeitet, und frage mich, was er wohl vorhat, wenn er seinem Opfer die Haut abgezogen hat. Die Anstrengung macht ihm zu schaffen, die Federn verteilen sich im ganzen Raum und verschmutzen den ohnehin schon muffigen und ekelhaften Steinboden noch mehr. Ich habe Angst und traue mich erst ein Foto zu machen, als er aufhört und in seinen Hosentaschen nach einem Gegenstand sucht. Ich beschließe, meine Chance zu nutzen, bleibe aber äußerst vorsichtig, denn meine größte Angst ist, dass die Helligkeit meines Bildschirms in der Dunkelheit seine Aufmerksamkeit erregen könnte. Wer weiß, was mit mir passiert, wenn er entdeckt, dass ein unwillkommener Beobachter seine Machtdemonstration an diesem unglücklichen Huhn ausnutzt. Leider komme ich nicht einmal dazu, den Bildschirm einzuschalten. Beim Versuch, mein Handy in der Gesäßtasche zu erreichen, während ich mich bereits hinter dem Erd- und Steinhaufen ducke, verliere ich das Gleichgewicht und muss, um nicht nach vorne zu fallen, meine Hand auf den Schutthaufen legen. Das leise Geräusch erregt sofort die Aufmerksamkeit des Eindringlings, der nach der Fackel greift und in meine Richtung leuchtet. Mein Herz setzt einen Schlag aus. Die Situation wird wirklich gefährlich und ich habe keine Möglichkeit, mich zurückzuziehen. Ich habe keine Zeit, mich zu verstecken, denn ich wage es immer noch nicht, mich zu bewegen. Der Koloss entdeckt meine Anwesenheit in einem Moment, der mir wie einer meiner letzten Augenblicke vorkommt. Geblendet von der Fackel, die direkt auf mich gerichtet war, konnte ich nichts mehr sehen, aber was dann geschah, widersprach all meinen Vorhersagen. Ich erwartete, dass man mich anspringen oder mir sonst etwas zustoßen würde, aber stattdessen floh der Mann und rannte dem mir unbekannten Gang entlang, ohne seine tierische Beute mitzunehmen. Die Gründe, die ich mir für diese Flucht einbilde, werde ich am Ende meiner Erzählung erläutern, also hab Geduld, lieber Leser. Jetzt müssen wir uns auf das Geschehen konzentrieren. Angesichts dieser unerklärlichen Flucht habe ich im Augenblick keine Zeit zum Nachdenken und muss meine Entscheidungen in der Hitze des Gefechts treffen. Ich bin wieder allein im Raum, aber das wilde Rennen des Eindringlings, das einen schrecklichen Lärm verursacht hat, ist dem gleichen Geräusch sicherer Schritte gewichen wie bei der Ankunft des Reisenden. Er ist hier irgendwo in den Stollen, er bewegt sich irgendwo und die Verwunderung, die seine Flucht hervorgerufen hat, ist von ihm gewichen. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt vorhat, aber ich habe auch keine Lust, das herauszufinden. Der Weg zum ersten Eingang ist nun frei und mehr aus Angst als aus Mut beschließe ich, meine Lampe wieder einzuschalten und die Beine in die Hand zu nehmen. Zwei Ängste verfolgen mich auf meiner Flucht. Erstens, dass ich mich in diesem Labyrinth von Gängen und Kanälen, einer enger als der andere, verirren könnte. Und zweitens, dass der Eindringling mich jetzt rennen hört und weiß, dass ich auch Angst habe und fliehen will. Denn an den Geräuschen, die ich mache, kann ich nicht erkennen, ob er mir folgt, aber das ist unwichtig. Ich muss schnell und in die richtige Richtung rennen, denn wahrscheinlich ist mir ein echter Räuber aus der Tiefe auf den Fersen, den ich bei seinem unheilvollen Treiben gestört habe. Du kannst dir vorstellen, lieber Leser, liebe Leserin, dass der Schreck und das Adrenalin mir die nötige Energie gaben, um mit Höchstgeschwindigkeit durch die engen Gänge zu rasen.
Wie ein Irrlicht unter Tage, das die endlosen Gänge erleuchtet, immer mit der Angst im Nacken in die falsche Richtung zu laufen oder dass ein Koloss im Anzug hinter mir auftaucht. Zum Glück und dank meines Gedächtnisses, dem ich nicht genug danken kann, erreichte ich schließlich den Ausgang des Netzes und rannte in den letzten Schacht, der zur Leiter meiner Rettung führt. Am unteren Ende der Leiter angekommen, nehme ich mir endlich die Zeit, Luft zu holen. Innerhalb weniger Sekunden merke ich, dass das Echo der heimtückischen Schritte des Eindringlings nicht mehr hinter mir hallt, dass ich genügend Abstand zwischen mich und ihm gebracht habe, um ungestört zu sein, und dass ich weit weg bin, wenn er den Ausgang erreicht. Aber ich bleibe nicht lange, sondern steige die Leiter wieder hinauf, und kaum habe ich wieder festen Boden unter den Füßen, ergreife ich erneut die Flucht, denn man weiß nie, wie unauffällig man sein kann. Nachdem ich die Hänge des Croix Rousse hinuntergerannt bin und den ruhigen Place de Terreau erreicht habe, setze ich mich auf die Stufen des Rathauses und denke, immer noch keuchend und blutleer, über das nach, was mir soeben widerfahren ist. Nach langen Minuten des Nachdenkens stelle ich mir erneut die Frage, warum ist er geflohen? Ich denke, es ist ganz natürlich, Angst zu haben, wenn jemand nur wenige Meter von einem entfernt ist, obwohl man an einem Ort ganz allein sein sollte, vor allem wenn es ein dunkler Ort ist. Aber dieser Mann war alles andere als normal. Ich glaube, was mich gerettet hat, war mein Aussehen, das mindestens genauso beunruhigend war wie seins und ihn im ersten Moment überrascht haben muss. Mein Kopf, der einzige Teil meines Körpers, den man vom Hügel aus sehen konnte, war fast vollständig von meiner Mütze, der Stirnlampe und dem schwarzen Nasenschutz verdeckt. Vielleicht hat ihn das erschreckt. Was auch immer der Grund für seine panische Flucht gewesen sein mag, in dieser Nacht hatte ich Glück im Unglück. Was ist dann passiert, fragst du dich? Seitdem habe ich meine nächtlichen Erkundungen fortgesetzt, aber ich habe nicht mehr den Mut oder das Rückgrat, allein zu gehen. Ich bin immer in Begleitung und ich habe nie den Mut gehabt, noch einmal einen Fuß in das zu setzen, was mir jetzt wie eine unheilvolle Mischung aus Friedhof und Labyrinth vorkommt. Ich hüte mich auch davor, anderen den Eingang zu zeigen, das wäre zu leichtsinnig. Ich habe auch eine feine Narbe an einem Finger, die ich einem Schnitt in den Stein ohne meinen Lauf verdanke, die einzige noch greifbare Erinnerung an eine Nacht, die mein Gedächtnis nie verlassen wird. Ich hoffe, dass diese Erzählung dich in meinen Lesergeist versetzt hat, denn ich habe mich bemüht, alle Details und Eindrücke, die mich in dieser Nacht bewegten, zusammenzufassen. Vielleicht begegnest du meinem Störenfried auch einmal, mitten auf einer belebten Straße oder im Schein einer Straßenlaterne nach Einbruch der Dunkelheit. Aber vergiss nicht, dich von ihm fernzuhalten. Du bist gewarnt.